Die niederländische Hauptstadt Amsterdam ist unter anderem bekannt für ihre Coffeeshops, wo Cannabis verkauft werden darf. Bürgermeisterin Femke Halsema spricht sich nun für einen regulierten Markt für Drogen wie Kokain und Ecstasy aus. Für sie ist das der einzige Weg, den Drogenschmuggel und seine desaströsen Auswirkungen zu besiegen. Ich möchte vor allem eine Debatte darüber starten, wie es möglich ist, dass wir das Monopol über eine Droge, die so viel konsumiert wird und die so gefährlich ist, Kriminellen überlassen haben. Halsema kritisiert die Drogenpolitik der Niederlande. Es müsse über bessere Wege zur Regulierung von Drogen nachgedacht werden. Man könnte Kokain über die Apotheke oder ein medizinisches Modell beziehen. In den vergangenen Jahren gab es in Amsterdam mehrere Morde durch Drogenkartelle. Halsema sieht darin eine Gefahr für die Sicherheit ihrer Stadt. In diesem Sinne entwickeln wir uns langsam aber sicher zu einem Staat, in dem der Kampf gegen Drogen eines der wichtigsten Themen wird. Die Haltung der Amsterdamer Bürgermeisterin, eine Kriminologin, ist umstritten. Nicht alle teilen ihre Ansicht in Bezug auf die Drogenpolitik.